Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Heute widmen wir uns der S&T Bison, auch PP19 genannt, dann der Firma S&T. Zu bekommen ist das ganze Stück bei Begadi. Kommen wir auch gleich zum Lieferumfang. Die Waffe wird hier in diesem kleinen schwarzen Pappkarton geliefert mit einer Aufschrift von S&T Bison und der Waffe selber. Im Lieferumfang enthalten ist einmal eine Anleitung, ein Laufreinigungsstäbchen, das sehr klumpige Magazin und natürlich die Waffe an für sich selbst. Der Silencer ist nicht mit inbegriffen. Dieser wurde von einem Teamspieler von mir bereits angebracht, da er diese Waffe schon in seinem Besitz hat. Kommen wir nun zu den Fakten der PP19 oder auch Bison genannt. Das Ganze ist ein SAG System im Kaliber 6 mm PP. Das Hop-Up ist natürlich einstellbar. Das Magazin hier fast 160 Schuss, ist ein Mid-Cap-Magazin. Die Energie wird hier bei 1,4 Joule angegeben. Das haben wir natürlich wieder für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe im ausgeklappten Zustand liegt bei 780 mm, im eingeklappten Zustand bei 480 mm. Das Ganze wiegt 2700 Gramm und im Inneren haben wir eine Metall V3 Gearbox verbaut. Der Preis des guten Stücks liegt bei 249 Euro. Kommen wir nun zu den äußerlichen Eigenschaften der Waffe. Wie ihr bereits seht, habe ich das Magazin bereits eingelegt. Zum Body, wir haben ein Vollmetall-Body, das aus Stahlblech gefertigt ist. Lediglich der Handgriff ist aus Kunststoff gefertigt und das Magazin ebenfalls. Wobei wir beim Magazin sagen müssen, es hat eine leichte gummiartige Oberfläche, soweit ist es sehr rutschfest im Feld, dass man es sehr gut führen kann. Schneiden wir nun kurz die Markings an. Es ist recht dürftig bedeckt. Wir haben hier das Kaliber, den Importeur und das F im Sechseck. Wir haben hier einmal das S&T Logo aufgedruckt. Auf der Rückseite einen kleinen Aufkleber mit Made in China und eine fortlaufende Seriennummer. Kommen wir nun zu den Eigenschaften von innen. Im Inneren der Waffe werkelt eine V3 Gearbox, die aus Stahl gefertigt ist, Stahllager und Stahlgears. Der Piston besitzt bereits schon Stahlzähne, der Pistonhead ist ventiliert. Der Motor ist von S&T ein High-Torque-Motor, der keinerlei Probleme hat, die Feder mit einem 7,4 Volt oder einem 11,1 Volt aufzuziehen. Ja, richtig gehört, 11,1 Volt, die Waffe ist ab Werk durch ein neues Switch-Assembly bzw. durch neue Kabel bereits 11,1 Volt LiboReady. Die Hop-Up-Unit, was hier verbaut ist, ist ebenfalls schon aus Stahl gefertigt. Der Lauf, was im Inneren werkelt, ist ein 6,05 Lauf der S&T's Reihe. Wir haben es uns natürlich auch nicht wieder nehmen lassen, diese Waffe für euch Probe zu spielen. Dafür haben wir den Michi und den Daniel auf die Reise geschickt. Wir wünschen euch viel Spaß hier jetzt im Praxistest. Ich habe bloß ein Shiny vorne drauf, ansonsten nichts verändert. Schussleistung liegt bei, wo das Bändchen fliegt, wie viel hat der Chef? 1,6 Joule, sagt er. Präzision daraufhin zufriedenstellend bis geil. Akku. Bevorzuge ich, empfehle ich einen 11.1er Stick Type. Der wird hier oben angebracht, unter der Tappe. Der Body ist, wie es sich gehört, Metal. Einziges Manko am Feuerwehrhebel, typisch AK. Das ist, wird manchmal ein bisschen locker, am besten nach jeder Runde mal nachziehen. Servus, ich durfte heute mal die PP19 von Begadi Probe schießen. Die Verarbeitung ist gut, viel aus Metall, bis auf das Magazin ist unscharf. Der Schaft ist einklappbar über den Knopf. Wird hier arretiert. Gespielt wird es jetzt am 11.1er Libro. Die Schussreichweite ist ausreichend, ist akzeptabel. Kommen so auf 40, 50 Meter, ziemlich treffgenau. Das Magazin fast 100, 150 Schuss. Bloß die Magazine sind ein bisschen unhandlich. Da noch ein Begadi Gasflaschenpouch ist, da passen wir optimal rein. Kommen wir nun auch schon zum Fazit der Waffe. Die Waffe bietet für 249 Euro
ein sehr gutes Trefferbild, sehr gute Verarbeitungen, relativ gewöhnungsbedürftig ist das Magazin. Pouches sind dafür relativ schwierig zu kriegen. Dafür gibt es bei Bugatti die sogenannten Gasbuddel-Pouches. Die passen da problemlos rein, ist überhaupt kein Thema, kann man problemlos dazu kombinieren. Das Einlegen des Magazines ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig. Mit ein bisschen Übung ist es aber an für sich kein Problem. Wir haben die Waffe zweimal im Team. Die Leute sind sehr zufrieden mit der Waffe. Ja, mir bleibt jetzt halt an der Stelle nur nichts zu sagen, sondern einfach Worte sprechen zu lassen. Euer Holbi, FV.